Feuer anzünden vor dem Haus. Schön, dass die mir mal zeigen, wo es ist. Vergessen. Das war's. Jetzt die Talismane. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Jody! Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land.
Shimazani hat es leider nicht überlebt. Aber Hauptsache Paul geht's gut. Reitest du mal los? Es liegt wieder ein Controller. Ein roter Controller ist leider nicht so topfit. Ich brauche einen neuen, aber die kostet 60 Euro. Da überlege ich mir, kaufe ich mir ein Spiel oder einen Controller? Der andere funktioniert noch gut, also kaufe ich mir lieber ein Spiel. Ich finde 60 Euro für so ein bisschen Plastik einfach zu teuer. Ganz ehrlich. Oha. Dann könnt ihr ja zusammen mit 6 anderen noch zocken. Da hat man wenigstens immer einen voll aufgeladenen Controller. Hat auch einen Vorteil. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Sicher, man kann hier noch was machen. Okay, mit einem kann man hier fast gar nicht rumfliegen, richtig. So kann man es auch machen. Jetzt habe ich den Quicktime verpasst. So, so.
so eine Verbindung wie wir? Oder bin ich die Auserwählte? Es steht also fest. Du willst weg. Ich habe da noch was zu tun. Weißt du, ich habe gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Aber vielleicht ja auch nicht. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Herausfinden, wer ich bin. Du hast viel für uns getan. Und für das Vermächtnis unseres Stammes. Wie soll ich dir nur danken? Wenn du nicht findest, was du erhoffst, komm wieder her. Du hast ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Corey. Ich werde dich niemals vergessen. Ashki wird bestimmt sehr traurig ohne dich sein. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Nicht nur Sand. Medizinfrau. Wahrscheinlich, weil ich das Ritual gemacht habe oder weil ich einen Paul geheilt habe. Aiden hat das Haus erkundet. Man konnte das Motorrad reparieren. Okay. Etwas, was ich nicht wusste. Also, auf der PS3 gab es das damals noch nicht. Deswegen wusste ich nicht, was alles eigentlich so möglich ist. Weil nicht alles hat eine Trophäe. Jiu-Jitsu entkommen? Nach draußen gegangen? Gelogen oder Jays Fragen ausgewichen? Oh. Eigentlich wollte ich ja nicht ausweichen. Ritual abgeschlossen. Ja, hätte ich das falsche Symbol benutzt, dann wäre es wahrscheinlich fail gewesen. Und Jay zum Abschied umarmt, weil ich finde, küssen geht zu weit. Die kennen sich gerade mal wie lange? 3 Tage oder so? Ich knutsche auch eine Person, die ich gerade mal hier 3 Tage kenne. Ja, hallo, komm mal her, du. So geht das heutzutage, oder wie? Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Nein.
spüre nichts. Kannst du was sehen, Aiden? Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Ach, verdammt. Nein. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass ich was... Nein, es war... Auf was sagen konnte. Es war undeutlich. Ich konnte gar nichts sehen. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ach, das ist... Ja. Das ist das. Ich bin gleich wieder da. Seit Spielen weiß ich meistens nie, wann ist die Sequenz zu Ende und wann nicht. Weil ab und zu schaue ich ja auch mal kurz woanders hin, zum Beispiel im Chat oder so. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin, er kommt gleich wieder. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben. Hören Sie, ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Herrgott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir, oder muss ich sie holen? Ach, verdammt. Ich finde Nathan noch. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Ja, okay, ich bin schon unterwegs. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Es ist schwierig, aber du musst es verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Ich hole schnell mein Zeug. Ich hatte überlegt zwischen gehorchen und wütend, aber... Nur das Nötigste. Was bringt's?
Alles andere sind Camp Perry. Ich kann sogar wütend mich mit Aiden ausdrücken. Ich mache hier erstmal alles. Ich hab gewonnen. Das Bild natürlich von Mason. Die beiden. Ein paar Klamotten. War das nicht das, was wir anhaben? Bunny Knuffel darf nicht fehlen. Ich wollte... Nein, der kommt mit! Den Fernseher nehme ich mit. Nur das Nötigste. Das Bild von mir und Aiden. Pizza! Will ich mitnehmen? Okay, natürlich. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Trennung.
Dawkins nicht über das Gesehene berichtet. Gesehene? Was? Hä? Clayton und Dawkins ausspioniert. Clayton gehorcht.